Frau Professor Jeschke ist eine der wenigen Professorinnen, die in Aachen zu Hause ist. Und das macht immer besonders viel Spaß, weil die RWTH ist sozusagen so männlich dominiert. Da ist das schon mal, das eine ist das Gute. Das andere ist, Sie waren jetzt mal gerade kurz in Hongkong leuern, wie wir so schön im Rheinland sagen. Mal gucken, was Sie da machen, respektive, ob wir die nochmal anschieben können an eine der besten Unis, wie Sie mir vorher gesagt haben, sonst hätte ich nicht gewusst, der University of Science and Technology, total spannend. Und Ihr Team, und damit höre ich jetzt auch mit der Laudatio auf, Ihr Team hat beim Robocop-Wettbewerb gewonnen, was wohl absolut faszinierend und spannend ist. Da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Der Mann auf meiner rechten Seite, meine Damen und Herren, mag Ihnen nicht ganz so vertraut sein. Wäre hier der Saal voll 16-jähriger, 17-jähriger Mädchen, die wären alle hier vorne und würden sagen, wow, boah, endlich mal mit einem unserer Stars zusammen zu sein. Also dieser Mann ist groß auf YouTube, macht dort eine Wissenschaftssendung und vermittelt sozusagen das, was wir versuchen, auf einem anderen Niveau in der Art und Weise, wie es heute akzeptiert wird. So, jetzt müsste ich natürlich zu Herrn Liggesmeier noch einiges dazu sagen, aber ich glaube, Sie haben schon die Krone auf. Lassen Sie uns erstmal bleiben sozusagen bei dem Prozess. Nochmal ganz kurz zu den 39 Köpfen, zu den Handlungsempfehlungen. Wir haben ja gehört, junge Wilde, auch wahrscheinlich gegensätzliche Meinungen. Wie haben Sie das denn geschafft, zusammengeballtes Wissen in eine so kurze, prägnante Handlungsanleitung zu bringen? Ja, wir hatten eine ganz fantastische Workshop-Leitung, die eine sensationelle Idee hatte. Die hat uns nämlich alle gefragt, wenn Sie in die nächsten Jahrzehnte gucken, welche Schlagzeilen möchten Sie zukünftig lesen? Und wir haben uns dann aufgeteilt in Arbeitsgruppen. Eine Arbeitsgruppe war für die Zeit da, eine war für die Bild-Zeitung da und so weiter und so fort. Und wir haben uns wirklich all diese Themen danach erschlossen, wie wollen wir quasi positive Schlagzeilen, was sollen die Erfolgsmeldungen der Zukunft sein? Und diese Erfolgsmeldungen haben wir dann in die Handlungsempfehlungen gepackt. Großartig. Und da gibt es sechs große Überschriften und vier davon sind noch wichtiger als alle anderen. Ich glaube, der Prozess, den Sie da gerade beschrieben haben, würde in der Industrie Backward Engineering sein, richtig? Gut, also so viel habe ich dann doch auf den Veranstaltungen gelernt. Professor Liggesmeier, wir haben ein Stichwort, ein Schlagwort hier in Deutschland, das heißt Industrie 4.0. Sie beschäftigen sich damit, Sie auch, aber zunächst mal sozusagen den Adler, bevor wir den Macher haben. Herr Liggesmeier, warum ist diese Initiative, dieser Gedanke 4.0 so wichtig? Na gut, es ist ein Paradigmenwechsel. Der Punkt ist, dass wir eigentlich seit Henry Ford die Idee haben, Massenprodukte zu fertigen. Nicht? Je gleicher und in je größerer Stückzahl man sie fertigen kann, umso billiger ist es. Und die Dinge finden ihren Markt. Das ist bekannt von Henry Fords Model T. Er soll ja gesagt haben, du kannst in jeder Farbe haben, solange es nur schwarz ist. Ja. Das ist aber, glaube ich, Folklore. Er hat das, glaube ich, nicht so gesagt. Aber die Idee dahinter ist klar. So, und in der vierten industriellen Revolution wollen wir das aufgeben. Die Idee ist, wegzugehen von Massenfertigung hin zu sogenannten massenindividualisierten Produkten. Also im Grunde genommen ein Maßanzug, ja, ganz individuell gefertigt nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen, aber natürlich möglichst zu dem Preis eines Anzugs von der Stange. So, und das eben in allen Lebensbereichen. Die Konsequenz ist, dass die neue Produktionsumgebung offen sein muss, denn irgendwie müssen die Wünsche da ja hineinkommen können. Das heißt, man kann nicht wie vielleicht früher einmal eine Fabrik auf dem grünen Felde errichten, einen hohen Zaun drumherum machen und hoffen, dass dann alles gut und sicher sein wird. Das muss offen sein, sonst kann das Konzept nicht funktionieren. So, und einer der Bereiche, über den die 39 Köpfe nachgedacht haben, war eben der Bereich Wirtschaft. In den Bereich gehört auch Industrie 4.0 und es war ein ganz klarer Konsens da, dass man mit Industrie 4.0 im Wesentlichen Chancen verbindet, auch weil natürlich unsere Volkswirtschaft schlicht so strukturiert ist. Wir haben viele Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, Automobilbau, Maschinen- und Anlagenbau und so weiter. Das heißt, wir werden davon maßgeblich betroffen sein.
Es gibt aber natürlich auch Showstopper, und das ist das Thema, was vorhin auch schon mal diskutiert worden ist, nämlich das Thema Sicherheit. Ja, also Security ist diskutiert worden, gerade eben vor dem Hintergrund NSA-Ausspähaffäre. Bei Industrieanlagen kommt aber ein zusätzliches Thema ins Boot, nämlich Safety, Funktionssicherheit. So, und wie man die beiden Dinge zusammenkriegt, ist weitgehend ungeklärt. Die haben jahrzehntelange Historie, jeweils für sich, sind auch für sich optimiert worden, aber jetzt muss es zusammenfinden. Ja, und das ist ein dickes Brett, da gibt es Forschung zu treiben, und das ist eine ganz typische Situation, zu sagen, wir haben einen Bereich, von dem wir uns Nutzen erwarten, aber es gibt Probleme oder zumindest Herausforderungen, die wir vorher gelöst haben müssen. Klar ist aber auch, wenn man das schafft, dann hat man die Nase vorn, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Dankeschön. Frau Professor Jeschke, wir haben im Vorfeld ein bisschen miteinander geplaudert, und ich habe gesagt, wo ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied zwischen dem, was wir mal vor ein paar Jahren gelernt haben, nämlich das Internet der Dinge, und diesem Konzept Industrie 4.0. Und dann haben wir nochmal gesagt, also als ich mal bei Maschinenbaumessen irgendwo Dinge vermitteln durfte, da gab es schon diese Idee der virtuellen Fabrik. Das war ganz, schon 7, 8 Jahre her. Wo ist da der Sprung? Wo ist da der Unterschied? Also lassen Sie mich diese Begriffsklärung vielleicht einmal starten. Der Begriff Internet der Dinge kommt tatsächlich aus 99. Der ist also schon deutlich älter. Im amerikanischen Raum hat sich dann so 2007 rum der Begriff Cyber Physical Systems eigentlich für dasselbe Phänomen durchgesetzt. Und seit ungefähr 2011, wenn ich das richtig weiß, ist die Bundesregierung vorgeschritten und hat die im Rahmen ihrer Hightech-Initiative, Hightech-Strategie, den Schwerpunkt Industrie 4.0 begründet. Und eigentlich ist diese Idee von Industrie 4.0 gerade genau, suchen sich einen aus, Internet of Things oder Cyber Physical Systems, was Ihnen besser gefällt, das ganz stark auf die Industrie Deutschlands und vor allen Dingen auf die Produktionstechnik zu beziehen. Also im gewissen Sinne haben wir es mit einer fachlichen Fokussierung zu tun. Das Konzept ist aber immer dasselbe. Wir sind in einer vierten industriellen Revolution, die ist gekennzeichnet, etwas lax gesagt, alles kommuniziert mit allem. Ja. So, und genau das ist die Idee des Internet of Things. Das ist mehr eine Informatik-Sicht, das Netz im Vordergrund und eben auch der Cyber Physical Systems. Das ist vielleicht ein bisschen mehr die ingenieurige Sicht. Ich sehe erst die Komponenten und dann sollen die miteinander reden. Aber Industrie 4.0 ist genau das, bezogen auf Industrie, auf Produktionstechnik. Eine ganz schnelle Frage dahinterher. Wie unabhängig denken Ihre Roboter beim Fußballspielen? Also meine denken sowohl sehr unabhängig als auch sehr, sehr teamorientiert. Das können Sie auch bei unseren Clips sehen, wenn Sie sich das im YouTube oder so anschauen. Die arbeiten tatsächlich wie ein Team von Menschen zusammen. Die fragen sich die ganze Zeit gegenseitig, soll ich links oder rechts? Ist jetzt da der Gegner im Weg? Nee, inzwischen wäre es besser, du würdest links. Nee, halt, vielleicht doch lieber rechts. So, und so hört sich das an. Das sieht man auch. Die wackeln teilweise in der Gegend rum. Aber aufgrund dieser extrem hohen Kommunikation, man ist wie bei Menschen, ne? Teamarbeit funktioniert nicht immer. Vor allem am Anfang nicht. Wenn man sich aber aneinander gewöhnt hat, dann sind normalerweise Teamergebnisse, gerade bei schwierigen Fragen, natürlich stärker, als wenn ich mich allein zurückziehe. Großartig. Wenn man drei total tolle Experten auf dem Podium hat, dann ist immer schwierig, sozusagen den nächsten dann nochmal wieder einzubinden. Aber ich denke mir gerade, Kommunikation ist wiederum mein Stichwort für Sie, Herr Krachten. Sie haben mal irgendwann mal angefangen als klassischer Redakteur, so wie ich auch. Und dann ist es explodiert. Dann war YouTube da, dann haben Sie neue Stars kreiert, respektive die Basis dafür gegeben und sind selber auch noch einer geworden. Was hat sich geändert? Was wird sich noch mehr ändern? Und in einem Satz, ist das alte Fernsehen tot? Das alte Fernsehen, ich will das zuerst beantworten, ist nicht tot. Es gibt zwei Dinge, die man hier beantworten muss. Das eine ist die Technik. Mhm. Die Technik wird sich bei allen Inhalten, die on demand geguckt werden können, das heißt alle Fernsehserien, TV-Movies, Spielfilme, die wird man in Zukunft dann sehen, wann man will, wo man will. Da wird also die Fernsehtechnik, Kabel oder Satellit nicht mehr für genutzt werden. Für Live-Events ist sie aber immer noch die günstigste Technik, die es gibt. Fernsehformate, die wird es weiterhin geben. Sie werden nur eben über andere Techniken geguckt werden. Es findet halt ein Umbruch statt.
Und dieser Umbruch, der hat im Grunde schon in den 80er Jahren angefangen, als es nämlich möglich war, für Amateure, Laien Technik zu kaufen und damit zu produzieren. Plötzlich sah es so aus wie in der Musikindustrie, jeder kann sich ein Instrument leisten, jeder kann sich auch ein Mikrofon und eine Kamera leisten, kann sich etwas leisten, mit dem man Videos schneiden kann. Und das hat sich in den letzten Jahren dramatisch beschleunigt und es ist etwas dazugekommen. Und das hat zu einer Demokratisierung der Medien geführt. Die Fernsehsender als Gatekeeper, die gibt es nicht mehr. Jeder kann Programm machen, jeder hat im Grunde hier schon einen HD-Übertragungswagen bei sich, kann jetzt ein Video drehen und es hochladen und es kann potenziell Millionen Menschen erreichen. Und das ist eine unglaubliche Chance für die Gesellschaft, denn es ist nicht mehr nötig zu regulieren und zu sagen, oh, wir müssen eine Ausgewogenheit der Meinung haben. Die findet automatisch im Netz statt. Es gibt dort, jede Meinung ist präsent. Und als mündiger Bürger hat man eine unglaubliche Möglichkeit, sich zu informieren und seine Meinung zu bilden. Und das finde ich am digitalen Wandel eine ganz tolle Facette und sehr, sehr spannend. Und ganz neue Stars werden geboren, wenn man teilweise ihren Kanal anschaut. Ganz junge Leute, die mit voller Werf zum Beispiel sagen, warum man was jetzt zu welchem Zeitpunkt tragen muss. Aber nicht nur das, sondern da gibt es auch durchaus Inhaltliches. Absolut. Ja? Also ja. Es gibt alles, was es, also das komplette Leben spielt sich auch im Bereich Online-Video wieder. Es gibt halt Comedy, wie im Fernsehen auch. Es gibt Service, Beratung, es gibt Nachrichten. Und die werden von einer sehr engagierten jungen Zielgruppe wirklich sehr dankbar gesehen, weil es Nachrichten sind, die eben von jungen Menschen für junge Menschen gemacht worden sind, die erstens ihre Sprache sprechen und auch wissen, was sie interessiert. Und das ist halt in der einen oder anderen Redaktion vielleicht nicht unbedingt der Fall. Klasse, ich müsste jetzt natürlich noch fragen, wie lange dürfen Sie dann noch, aber das ist eine andere Geschichte. Liebe Frau Jeschke, wir haben die Medienbildung, die werde ich gleich nochmal mit Herrn Krachten spielen, aber wenn wir über die Industrie 4.0 reden, wenn wir über Deutschland reden, wenn wir über autonome Entscheidungen von Halbintelligenten, von Ihnen sozusagen halbintelligent gemacht geworden, Maschinen reden. Wo ist dann wiederum die Grenze zu dem, was Arbeiter leisten? Also wenn wir uns jetzt mal, geben Sie das Beispiel, heute oder gestern ging es durch die Nachrichten, Amazon hat jetzt über 15.000 Arbeitsroboter in den Auslieferungslagern in den USA eingesetzt. Die nehmen aber den älteren Amerikanern, die keine Rente mehr haben und sich dann für eine kurze Zeit verdungen haben bei Amazon, die Arbeit weg. Also da sind auch ganz andere Entscheidungen mit verbunden. Ja, das ist natürlich ein sehr komplexer Themenkreis. Also das eine, was man mal sagen muss, ist, diese vierte industrielle Revolution unterscheidet sich von der zweiten sehr stark darin, dass wir große Schwierigkeiten haben, vorauszusagen, wo sich die Arbeitsplätze und wie sie sich verändern. Also in der zweiten industriellen Revolution kann man sagen, wir haben im Wesentlichen verhältnismäßig dumme Industrieroboter eingeführt, die solche Bewegungen konnten. Damit war auch klar, was wegfiel, nämlich der, der diese Bewegung vorher gemacht hat. Wir haben damals viele Arbeitsplätze im Niedriglohnsegment verloren. Wenn man sich jetzt die vierte industrielle Revolution anguckt, wer von Ihnen hätte vor 15 Jahren vorausgesagt, dass es keine Brockhaus-Autoren mehr gibt? Weil die Wikipedia im Grunde nicht nur die Brockhaus, sondern auch die Encyclopaedia Britannica und andere Nachschlagewerke abgelöst hat. Das heißt, das geht in ganz andere Bereiche. Es geht nicht nur auf einen bestimmten Bereich, niedrig, hoch, sonst wie Lohnsegment. Das ist sehr, sehr schwer vorauszusagen. Das ist mal der eine Teil der Antwort. Ein anderer Teil, wenn ich jetzt mal konkret wieder ein bisschen stärker auf die Produktion schaue, was ich erwarte, ist, dass wir in Zukunft, das haben Sie mit den Safety-Aspekten auch angesprochen, viel, viel stärker, enger in Teams mit Automatisierungssystemen arbeiten werden. Das tun wir ein Stück weit zwar jetzt schon, aber wenn Sie mal zu einem Automobilhersteller in Deutschland gehen und da gibt es eine Tätigkeit, die macht der Roboter, es gibt eine Tätigkeit, die machen Sie, dann geht dazwischen immer wieder so ein Zaun runter, der Roboter macht was, der Zaun geht wieder hoch, Sie machen was. Also 80% der Zeit geht verloren durch dieses Zaun rauf und runter, das Sicherstellen der Safety-Konzepte. Wenn man das Ganze jetzt anders modellieren würde, nämlich mit einer stärker dezentralen Intelligenz, also ein Team, was aus Robotern, aus Webservices meinetwegen, aber auch aus Menschen besteht, die aufeinander Rücksicht nehmen, da kommt aus der Robotik auch viel, solche Leichtbauroboter, die sofort merken, wenn sie irgendwo gegenschubsen, sich zurückziehen,
gibt es ganz, ganz neue Herangehensweisen. Dann kommen wir natürlich zu einer Situation, wo wir Menschen in der Produktion wieder in Teilen integrieren können, wo wir sie jetzt aus Sicherheitsgründen ausgesperrt haben. Das ist die andere Seite der Medaille. Herr Liggesmeier, Herr Grachten, in maximal 30 Sekunden, Herr Liggesmeier, wir haben ja jetzt ganz große Herausforderungen durch die neuen Chancen, Industrie 4.0, Arbeit, moralisch, ethisch, Grenzen setzen, Datenschutz kommt auch noch da rein. Ist Ihr Team, sind die 39 Köpfe mit an dem Nachdenken für Lösungen da befasst? Also ich weiß nicht, ob man es in 30 Sekunden beantworten kann, ganz ehrlich. Aber natürlich, ja klar. Also ich glaube, das sind die zentralen Themen, die hier identifiziert worden sind, die jetzt einfach mit Personen verbunden sind. Und ich bin sicher, dass wir an der Stelle weitermachen. Und ich glaube, man muss Paradigmenwechsel akzeptieren. Sie eignen sich so oder so. Man muss bestmöglich damit umgehen, um sozusagen auf die letzte Frage noch einmal in 15 Sekunden einzugehen. Als Dampfmaschinen eingeführt wurden, sind eine Menge Arbeitsplätze verloren gegangen. Ja, aber es sind andere geschaffen worden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir jetzt auch für uns entdecken und nutzen müssen. Das wäre jetzt Teil einer neuen Diskussion, die mindestens eine halbe Stunde dauern würde. Christoph, doch ganz kurz. Medienbildung ist ein wichtiger Aspekt, den Sie in dieser Handlungsempfehlung gehabt haben. Was können Sie aus Ihrer eigenen Praxis wiederum empfehlen, sagen, was ist das Wichtigste oder die zwei, drei wichtigsten Punkte, die wir jetzt mitnehmen sollten? Also im Grunde knüpft das schon an. Es ist nämlich auch damit verbunden, dass sich die Berufsbilder ändern und dass wir das, was wir seit, ich glaube, 30 Jahren fordern, nämlich Medienbildung in den Schulen wirklich als Teil des Unterrichts bundesweit einzuführen, wahnsinnig wichtig ist. Ich habe letzte Woche auf dem Zürich Summit Robert King kennengelernt, der ist Chef der Videoabteilung bei Bild.de und er sagte mir, oh Gott, 99,9% meiner Kollegen haben keine Ahnung von filmischer Erzählweise. Und eigentlich ist das etwas, was wir in der Schule schon lernen müssten. Es ist eigentlich ein Unding, dass wir die deutsche Grammatik beherrschen, aber das wichtigste Medium, mit dem wir tagtäglich ständig befasst sind, im Fernsehen, im Kino, überall, wir wissen nicht, wie das geht. Und das finde ich einen ganz zentralen Punkt, der immer wichtiger wird, weil Video ist, und da zählt das wieder rein, Video ist das wichtigste Medium, eine riesige Industrie. Wir brauchen Experten für diese Industrie und das Grundwissen dafür muss in der Schule geschaffen werden, was aber auch wichtig ist für eine mündige Gesellschaft. Wenn ich weiß, wie Medien funktionieren, kann ich auch am gesellschaftlichen Leben viel besser teilnehmen und deshalb ist eine ganz zentrale Forderung von uns, Medienbildung jetzt endlich bundesweit in den Schulen als Regel. Wunderbar, ich danke Ihnen vielmals und an meinem Lachen sehen Sie, ich habe schon zweimal die rote Karte bekommen. Wenn ich jetzt diese Runde nicht beende, darf ich nachher nicht mehr auf die Bühne, deshalb in diesem Sinne. Es war hervorragend, mit Ihnen reden zu dürfen. Vielen Dank und viel Energie bei allem, was Sie machen, mit den unterschiedlichen Hüten, die Sie aufhaben. Vielen Dank. Vielen Dank.